Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Space Engineers. Mit dabei unser Smoker LP, wie immer, der alte Dancer. Und Breakdance. Die Klasina. Hi. Das ist so leicht verschmitzt, so ein bisschen so. Ja, egal. Zeig mir doch mal die Tafel von der letzten Folge oder vorletzte Folge. Nee, letzte Folge, ne? Da müssen wir raus. Achso. Mit der Helm an. J. Hat ja jetzt so. Ein neues. Neue Animation, wie du siehst. Ja. Sieht echt schön aus. Aber vorher hat es ja das Charaktermodell immer neu geladen. Ui. Oder? Mach schon mal drauf machen. Wir müssen demnächst auch noch ein paar Tafeln hinschmeißen. So, Sander. Bla-Test. Klasina hat an der Titan Mist gemacht. Wenn du den Windern schreibst, schon anständig. Ich habe ja keine Löcher reingemacht. Du hast aber Mist gemacht. Du hast auch eine Tafel Ostwind. Ja. Hast du den Namen da gelesen? Ich hab noch nicht gelesen. Was steht da was? Dein Name. Achso, das hab ich schon mitgekriegt, ja. Weil der Server läuft ja 24-7 und falls da jemand denkt, ja Gott, ich tue da noch ein bisschen was in Auftrag geben zur Herstellung oder so. Damit wir ja im Let's Play nicht ständig herstellen müssen. Ja. Kann er ja dann das dann auch an der Tafel schreiben, sodass der das dann auch Bescheid weiß. Das ist sehr schön. Aber ich werde so also vorbereiten fürs Let's Play, was? Ja. Let's was? Ja, Let's Play. Ach, du nimmst auf. Ja, ab und zu. So, dann machen wir mal hier drüben die. Ich habe auch einen eigenen YouTube-Kanal. War echt jetzt? Ja. Geil, wo finde ich denn den? Bei YouPorn. Ah, ja. Da habe ich auch einen. Profi-Porno-Pornoniseur. Krass. Ja. Chips drauf. Jetzt weiß ich wieder, was ich in der Titan wollte. Stahlplatten. Ja, sind in Produktion, ja. Läuft. Ich kann ja mal die Fabrik anschmeißen. Und da mal Stahlplatten aufwach geben. Ja, dann mach mal die Kurbel an. Hobel? Ja, den Hobel. Welchen Hobel? Das die läuft Fabrik, hier ein bisschen anders. Wir müssen den Nippel durch die Lasche ziehen. Oh, dann mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen, da kommt dann ein Pfeil, da drücken sie dann drauf und schubst es die Dose auf. Genau. Nur, dass wir hier keine Dosen haben, sondern dass wir dann hier halt Material bekommen. Ihr seid ja informiert. Ja, ne? Ja, wir sind gut. Das hat man heutzutage so. Ja. Standard. Mindestens. So muss ich meinen Computer immer anmachen. Ah, oh, interessant. Produktion. Die nächste wird meine ausgebaustelt. Was? Mein Computer. Was damit? Meistert Board und die CPU raus. Oh. Ah, das hört sich nach Arbeit an. Ja. Ah, das ist immer schrecklich. Der Tag ist immer nervig. Und dann CDs reinstopfen und warten und wieder irgendwelche Knöpfe drücken. Das kann man jetzt auch falsch verstehen. Ich habe nur gehört, CDs reinstecken. Ja, CDs reinstecken und Knöpfe drücken. So, in der Fabrik habe ich jetzt einmal 20.000 zur Herstellung. In Assembler 8. Ich glaube, in Assembler 7 schmeiße ich auch nochmal Stahlplatten in Auftrag. Was? Was, hä? Wer hat hier gegähnt? Glasina. Sie schwächelt. Was denn da los? Kommst du mit dem Zweitjob hier nicht klar, oder was? Zweitjob? Ja, YouTube. Zweitjob. Ja, YouTube ist schon Arbeit. Ja, extrem. Also muss man sagen, also wer hier denkt, ich leg mal los und mach mal ein paar Videos, läuft nicht. Nee, weil es ist ein Hobby, ist klar, ne? Aber das Hobby frisst eine Menge Zeit. Ja. Da muss man, also wenn man verheiratet ist, so wie ich, dann muss man halt eine Top-Frau haben. So wie ich sie hab. Ne?
Jetzt mal Grüße an meine Frau. Schatzi, danke, ich liebe dich. Finde ich super. Das ist doch süß. Jetzt musst du noch Küche putzen. So. Nein, Küche ist eigentlich mein Metier. Also. Aber du bist zu Hause der Koch? Ich bin Küchenmann, ja. Aber meine Frau macht auch Top-Essen. Also. So. Basisches Essen, so. Was soll, vegan, so. Ich kann auch ganz gut kochen mit der Bing-Küche. Ja, nee, Bing haben wir gar nicht. Wir hatten mal eine, aber die haben wir wieder verkauft, weil. Ach, kann ich nur empfehlen, Bing-Küche. Bombe. Ja, rat ich nur davon ab. Ich kann nicht gut kochen. Bing-Küche macht dick. Nö. Doch! Nö. Stell doch mal dein Gesicht als Profil rein. Meins? Ja. Doch, dann habe ich eine Menge Fangirls. Ja, ich bin das Erste. Ich bin das erste Fangirl. Da hat doch eh nur die kleine Frau an deiner Seite, also. Was? Du hast doch nur dein Töchterchen an deiner Seite. Vielleicht findet sich dann ja nochmal was. Ist ja auch die wichtigste Person. Ja, kann man ja auch mal sagen. Ja, ich bin alleinerziehend. Jetzt ist es raus. Er muss sich den ganzen Tag selber erziehen. Nee. Noch nicht. Noch nicht. Genau. Später vielleicht, wenn ich dann bettlägerisch werde. Boah, wenn dir dann so der Arschbacken wund liegst, ist schon. Obwohl. Bettlägerisch? Nee, wir bauen uns so einen Elektroschopper. So ein Ding, was ich da mal bei Facebook gepostet hatte. Hat dich doch markiert drin, glaube ich. So. So Ding müssen wir uns auf jeden Fall bauen. Oh, Rollst du mit riesen fetten Reifen, voll motorisiert? Yeah. Fett. Und dann cruisen wir als alte Säcke durchs Altersheim. Besuchen alte YouTube-Partner von früher. Genau. Und die Krankenschwestern, bei den Krankenschwestern verlieren wir auch plötzlich unseren Hut. Den können wir ja natürlich dann nicht aufheben, weil wir ja im Elektroshopper sitzen, ne? Ja. Die bücken sich dann immer schön für uns. Mann, kannst du dich nicht mal bücken? Ey, du Smoker! Heute gibt's wieder Schokoladenpudding zum Nachtisch. Ganz ehrlich, wenn wir alt sind, wir müssen alle ins selbe Alter sein. Smoker ist doch bestimmt eher der Vanillepudding-Fan. Hä? Was? Du bist doch eher der Vanillepudding-Fan. Woher weißt du das? Weil du sowas erzählst. Ja? Wie, sowas erzähle ich? Wann denn? Da hast du meiner Mutter ihr Schokopudding noch nicht probiert. Nee. Noch nicht. Aber Schatz, ich hoffe, du machst uns beide noch bekannt. Mit süßem Eischnee. Lecker. Was, Ei? Schnee? Hä? Wie, Eischnee. Was? Das Eiweiß aufgeschlagen. Im Pudding. Ja. Oh, das ist zu flockig. Ah, das mag ich nicht. Du schlägst ein Ei in den Pudding? Hä? Ja, Pudding macht man mit Ei. Hä, das machst du mit Milch und Zucker. Ja! Und aus so einer Tüte holst du dann dieses Pulvern aus. Nein, ich mach das mit Vanille und sowas und schlag das im Wasserbad auf. Du kennst natürlich nur die hier heiße Tasse Pudding. Ja. Was? Hä? Ja, du. Nee, die heiße Tasse. Das musst du schon im Topf kochen. Ja, nein. So wie ja, ich doch, Pudding gelernt habe. Musst du im Topf ja, kochen. Ja, in den Topf kommt heißes Wasser. Dann kommt da eine, nein, da eine, kommt eine Eisenschüssel rein. Drauf und dann wird der Pudding aufgeschlagen. Mit Ei und Vanilleschote. Boah, und du bist brutal, Mann. Wieso schlägst du Pudding? Der hat ja doch nichts getan. Machen wir jetzt ein Koch-Let's Play? Ich hab keine Ahnung. Kochtipps für Anfänger? Ja, das kriegen wir nebenbei hin. Was? Moment, ach, Moment. Guck mal, hier ich unten muss dann noch mal den Arbeitsvertrag von Glasina gucken. Ja. Ah, hier steht's. Glasina muss mir dreimal täglich Nacktfotos schicken. Ja. Glasina muss mich. Ja, die 1000 Euro muss er mir noch überweisen. Ja, okay. Hat alles seine Ordnung. So, Stahlplatten alle. Mal ganz schnell rüber. In der Fabrik. Und ich versuche jetzt dieses Türkis wieder loszuwerden. So. Oh mein Gott, nein. Lass es lieber.
Lass es lieber einen Sander machen. Alter, nachher ist das ganze Schiff rosa, Alter. Rosa bringe ich es auch noch. Oder lila. Lila war eine schöne Stationsfarbe. Aber lila magisch. Schwangerschaft. Hä, wenn ihr dir den Schmarrn erzählt. Das ist auf dem Schwangerschaftsstreifen dann immer drauf. Lila, sie sind nicht schwanger. Ja, aber wenn es zwei lila Streifen ist, ist man es trotzdem. Wo sind denn hier die ganzen... Ja, keine Ahnung, ich war noch nie schwanger. Ich trage immer noch aus. Elefantenkind. Ich sehe nur so aus. Au, wo bin ich jetzt dagegen geknallt? Scheiß aus, das ist scheiß Planet, ey. So. Die Landeplattform haben wir jetzt auch? Nee, die ist noch nicht ganz fertig. Ich muss die noch fertig machen. Unten drunter. Fertig. Nee, unten drunter. Da habe ich doch gerade geschweißt. Ach so, hast du alles fertig gemacht, oder was? Ja, freilich. Ah. So. Wir müssen die ganzen Medizinstationen noch mit den Förderleitungen verbinden. So, ich muss dann leider fort. Das wären eine Menge Förderleitungen, die wir noch brauchen. Boah, es sieht aber schon cool aus, ne? Wenn man hier mal so lang fliegt. Ja, da ganz oben kommt ja dann noch eine Scheibe rundherum. Weil da kommen ja noch Haufen Computer rein, weil Kommandozentrale und so, weißt du? Ja. Und so hat ich mir das ungefähr gedacht. Ich wollte das mit der Kommandozentrale nur gerne einen Fernseher überlassen, weil der dafür ein geiles Händchen. Ja, wer weiß, was der noch alles mit seinen Händchen macht. Das gehört dann, glaube ich, nach YouPorn, oder? Wer weiß, kann wer weiß. Super Kekse backen. Oder Banane schälen. Liebe Grüße an dich, Fanta. Hallöchen. Und an dich, Roro. Ja, die zwei müssen ja leider arbeiten. Eigentlich ist jetzt diese Woche, wo wir eigentlich für diese Woche komplett vorproduzieren. Und keine Sau da, deswegen muss ich mitmachen. Du machst ja sowieso mit, das steht ja schon im Vertrag drin. Was? So. Den hast du ungelesen unterschrieben. Ich kann gar nicht unterschreiben. Ja, doch. Nein. Du unterschreibst immer mit den drei Kreuzen. Ich kenne deine Handschrift schon. Okay, wir brauchen so interne Panzer. Ich mach mal den Tunnel hier rüberwärts. Ja, aber haben wir überhaupt noch interne? Ja, da ist ja. Ach so, das sind. Ach, wir brauchen Träger und was Fenster. Naja. Ja, Klassina, das machst du ja, ne? Ja. Ich weiß nicht, warum du dazu schon ranschweißt, aber wenn du möchtest, kannst du gerne helfen. Ja, es muss vorangehen. Wir wollen ein bisschen was sehen hier. Zumal wir schon wieder fast beim Folgenende sind. Was, schon wieder? Ja. Oh, das geht so schnell. Hey, das ist schlimm. Vor allem das Schlimme ist, wir sind gleich fertig mit Vorproduzieren. Was? Ja, ich hatte eigentlich gesagt bis 11:15, aber ich glaube, wir schaffen das bis 11. Die Frage ist nur, hat Glasina die Scheiben richtig gesetzt? Könntet ja mal eine schweißen. Negativ. Koffer. Mein Inventar ist voll. Ich habe nur intern einstecken. Ja, dann hoffen wir halt einfach mal. Das werden wir sehen, wenn man eine anschweißt. Sobald du siehst, oh, die ist falsch gesetzt, kannst du die ganzen Scheiben nochmal abmachen. Ja, solange wie wir das, was ich gerade mache, nicht nochmal neu machen müssen. Das nee, die Rundbögen sind in Ordnung. Das sind die Scheiben. Da muss nur die Farbe gemacht werden. Was? Hm? Weil du hast da ein Grau drin. Und die Gänge sind doch weiß. Aber das passt doch mit hier drüben. Der Gang ist komplett grau. Das passt doch, ja, das passt doch hier drüben dran. Ich hab mich jetzt nach deiner Farbe da gerichtet. An das Farbe? Porno-Türkis. Nee. Alter, hier, guck mal, die Leitungen hier sind auch falsch gemacht. Die Leitungen falsch gemacht. Na, die sind grau. Die habe ich aber nicht geschweißt. Ich auch nicht. Das sind die letzten fünf sind grau. Okay. Ja, ich hab jetzt angenommen, dass das... Das ist mysteriös. Ein Fall für Galileo Mystery. Ich mach die jetzt mal fertig hier. Holt einmal Abdallah! Macht er das überhaupt noch?
Keine Ahnung. Big, big picture. Die kennen bestimmt in China keine andere Sendung aus Deutschland als Big Picture. Big, 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 big picture. Wie kommst du darauf? Na, weil die doch immer so gerne Fotos machen. Das Star Wars ist auch typisch Klischee. Ja, aber es ist wirklich so. Also, ne, ich bin ja beruflich Weimar unterwegs. Die rennen da wirklich, wirklich, also das hat jedes Paar so ungefähr 4 Kameras mit. Läuft? Ja. So, Glasina. Also ich finde, warte, also unten der Steg ist weiß. Außer die letzten 3 Blöcke oder so, die sind grau. Ja, aber bei den Rohren stimmt es irgendwie auch nicht. Ja, bei dem Rohr sind die letzten 5 grau. Was hast du da nur gemacht? Ja, gar nicht. Glasina, was hast du denn da gemacht? Ich bin ja meinem Mist gewachsen. Was hast du denn da gemacht, Glasina? Erzähl mal. Sei froh, dass ich als Rohr sein kann. Was? Ich darf dich gleich rosa sein, komm her. Du machst was? Die will rosa einfärben. Ich will Smoker rosa einfärben. Hä? Wer macht denn sowas? So, jetzt gucke ich mal, wenn ich hier drauf gehe, ne? P? Achso, nee, muss ich ja so einen Block in der Hand halten, ne? Ja. Inventar. Ah, man tut. Man muss ja jetzt mit F aufheben. Ah. Ich drück die ganze Zeit T. Was sind denn das für neue Steuerung drin? Dinger? Wie heißt. Ach, hier. Panzerung runde Schräge, ne? Ist doch das. Ja. So. Jetzt warte. Da brauche ich einfach nur Shift und P auf. So. Genau. Shift und P, dann nimmst du die Farbe an. Okay, und wie kann ich das jetzt einfärben? Mit dem Mausrad drücken. Während du den Block halt in der Hand hast. Ah ja, na, das ist zwar blöd, ja. Wenn du Shift gedrückt hältst, tust du großflächig färben. Na, das mache ich lieber nicht. Man sieht ja, wozu das führt. Müsste es weiß sein. Wenigstens ein Teil schon mal weiß. Medizinstation. Lieber noch eine weiter unten. Ob ich da drauf laufen kann? Ohne runtergefallen? Nein. Auf keinen Fall. So, der Tunnel weiß und das andere Gebäude, na, da tut sich Glasina drum kümmern. Das, Türkis ist das. Ich dachte, das ist blau. Also du hast es gerade als Türkis betitelt. Ich? Ja, das war Ostwind. Ostwind? Ja. Sagtest du nicht, wir sind gleich beim Folgenende? Oh, scheiße, Überlänge. Meine Damen und Herren, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und schaltet ein. Tschüss. Ja. Tschüss. So eine Scheiße mit der Uhrzeit hier oben. Aber sagt.